Guten Morgen zusammen. Es ist 5 Uhr morgens. Ich fahre jetzt Richtung Hannover zur Ligna und dort werde ich den Robert treffen. Wir werden gemeinsam einen schönen Tag machen und interessante Dinge auf der Messe anschauen. Ja, ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher auf dem Messegelände. Und da ist der Robert. Ali! Gerade erst angekommen. Wir sind gut ausgerüstet mit Kamera-Equipment, Essen, Trinken. Dafür hat der Robert gesorgt. Geile Sandwiches, ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht's erstmal rein in die Messehalle. Zukunft des Schleifens, also demnächst übernehmen das die Roboter. Ich glaube, da werden wieder ein paar Leute arbeitslos, weil die Roboter, die schleifen demnächst selber. Für den Heimwerkerbereich total unnötig. Auch vollkommen langweilig, finde ich. Also ich muss mein Holz noch fühlen. Ich will das schon selber machen. Was denkt ihr? Ich habe jetzt meine Lieblingssäge, meine Traumsäge gefunden. Die ist ein bisschen größer als die Bosch GTS 10XC. Ich weiß nicht, ob sie in meine Werkstatt reinpasst. Ich zeige sie euch mal gerade. Also, da sagt der Florian gerade. Der Florian. Wer ist Florian? Der Robert sagte gerade. Das Sägeblatt ist beidseitig schwenkbar. Was soll ich mit so einer Säge? Wo soll ich die hinstellen? Hier haben wir eine kleine Bandsäge. Ja. Die ist ungefähr fast zweimal so groß wie ich. Hat eine maximale Schnitthöhe von 560 mm. Das ist eine ordentliche Höhe. Bandsäge, die ist mit gefühlte 3 Meter groß, hast du die gesehen? Ich habe die auch ganz kurz gefilmt. Eine Tiefe von 560 mm, genau. Über einen halben Meter. Was macht man mit so einer riesigen Bandsäge? Ich weiß es nicht. Also gibt's aber gut, anscheinend irgendwo gibt es den Markt dafür. Ja. Ja, nach 3 bis 4 Hallen sind wir jetzt hier auf, wo sind wir da eigentlich? Wir haben unsere 3 bis 4 Hallen heute besucht. Leider haben wir nicht mehr geschafft, es war einfach viel zu viel. Von daher würde ich sagen, geht's langsam zurück nach Hause. Der Robert ist fertig, ich bin fertig, wir sind kaputt und müde. Es war eine tolle Erfahrung. Also wir haben fertig bin ich nicht, ich könnte jetzt noch 3-4 Stunden. Ja. Ein paar Hallen mir anschauen. Wir waren auf jeden Fall positiv überrascht. Auf jeden Fall, ja. Von all dem. Doch. Ja, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Schluss und konzentrieren uns auf die Rückfahrt. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss. Servus, tschüss.